SRF, ein Staatsradio oder ein Staatsfernsehen? Nein, nein. Oh, hell no! Staatliche Medien, das gibt's schon. Zum Beispiel in Nordkorea, in Kuba, in Turkmenistan. In diesen Ländern sagt der Staat, was in den Medien berichtet wird und was nicht. Kritische Sendungen, die zeigen, was in der Politik falsch läuft, das gibt es dort nicht. Thanks for asking. Keine Rundshow, keine Arena, kein Kassensturz und keine selber recherchierte Beiträge. No, God, please, no, no! Du hast ja nicht wirklich das Gefühl, dass der Bundesrat oder sonst Politiker jeden Montag mit den Journalisten von SRF die Wochenplanung der Themen abmachen. Wenn du wirklich eine Bezeichnung für das SRF möchtest, dann brauch doch öffentliches Medienhaus oder öffentliche Sender.